du bist wach. Einen wunderschönen guten Morgen, neue Mitbewohnerin Wandy. Mein Lasso der Wahrheit. Das war ich. Ich habe letzte Woche die Toilettenbecken zugestopft. Wollen wir noch etwas weiter dekorieren? Ich finde, dieser Raum braucht noch etwas Glamour und Glanz. Glitzerbombe! Nein! Ach, dieses Buch ist doch langweilig. Keine Romantik. Ohne jeden Knalleffekt. Das ist ja auch ein Mathematikbuch. Oh. Und ich muss noch lernen. Vielleicht könntest du... Du weißt schon. Ach, ja. Versteh schon, ich werde mir eine andere Beschäftigung suchen. Harley, wollen wir ein bisschen abhängen? Wandy! Willkommen in meiner bescheidenen Hütte! Ich präsentiere euch einen Film, den ich für meine bestesten Freundinnen gemacht habe. Film ab, Babs! Alles gut! Elastan kann sich zusammenziehen und wieder ausdehnen. Hat da nicht gerade die Pausenglocke geläutet? Im Flur wird nicht gerannt. Ihr seid vielleicht durchgeknallte Typen. Hä? Wo bleibt der begeisterte Beifall? Harley, das war nicht nett. Hä? Dank mir konntet ihr euer Bedürfnis nach Aufmerksamkeit durch die wissenschaftlich erprobte Methode der humorvollen Demütigung stillen. Na, wenigstens hat niemand sonst das Video gesehen. Genau, seht ihr, halb so schwarz. Oh, da hatte wohl irgendjemand den automatischen Upload eingestellt. Sorry. Was hast du getan? Nein, was soll das, ein Scherz sein? Hey, ganz ruhig, Mädels, wartet mal. So viele Leute können das ja noch gar nicht gesehen haben. Oh ja, richtig. Es sind nur 4.262.000 Klicks. Gratuliere, das meistgesehene Video aller Zeiten. Yay. Aber einer Amazon-Prinzessin ist es verboten, Schwäche zu zeigen. Meine Mom würde, wie Bumblebee sagt, komplett am Reifen drehen. Hast du mein Gesicht gesehen? Ich so... Mach's noch mal an, Harley. Ist das dein Ernst, Wandy? Oh, abgefahrenes Video. Seht mich an, Wonder Woman. Wohl eher Monster Woman. Harley, du schaffst es immer wieder, meine besten Fratzen festzuhalten. Ich habe eben Talent. Lois Lane live mit dem heißesten neuen Trend. Harley Quinn. Das Super-Mega-Vorbild für alle. Auch das Capes & Coats Café steigt voll auf den Crazy-Caro-Trend der Harley-Mania ein. Der Smoothie Quinn. Harleys Videoblog, der geht wirklich viral. Hoffentlich schnappt sie nicht über. Alle aus dem Weg, ja? Hier ist ein Ultra-VIP im Anmarsch. Das Harley-Fieber ist explodiert. In die Harley-Con. Jetzt kann wirklich jeder und alles Harley Quinn sein. Wie bitte? Es kann hier nur eine echte Harley Quinn geben und das beweise ich. Hallo, Harley-Fans. Seid ihr bereit für Pranks vom Krassesten? Es ist mein Job als Superheldin, euch alle zu retten. Wo
euch selbst zu retten. Die Harley-Hysterie ist zu Ende. Ab jetzt geht's im Vlog ausschließlich um wahnsinns-mega-super-öde, zuckerfreie Cupcakes. Die Harley-Mania ist vorbei. In Metropolis scheint alles wieder normal. Meistenteils. Alles okay soweit? Ja, Wandy. Ich esse lieber das Chefschnitzel, als so viele Coverwürstchen zu kriegen. Hörte ich hier irgendwas von Cupcakes? Mit Liebe gebacken. Und Zabumzucker. Harleys Superheldenmethoden sind einzigartig. Schwarzkissen! Sie ist wirklich kreativ. Mittagessen! Gemüseliziös! Meine Pflanzen! Harley ist eine lustige Freundin. Lustig, verrückt. Farbbombe! Harley Quinn, die Heldin des Monats. Warum guckt ihr denn alle so ernst? Ich hab's! Ich kann noch komischer. Seht ihr? Harley Quinn und Lady Shiva Projektpartnerinnen im großen Observationskurs. Da bleibt kein Auge trocken. Das dachte Principal Waller wohl auch. Die hat uns beide ja zusammen eingeteilt. Ach, schlimm, diese Kurse. Willst du Jasher irgendwo sehen? Die ist eine knallharte Killerin. Bestimmt läuft sie irgendwo rum und killt knallhart jemanden. Du verrätst noch unsere Position, Harley. Hör auf, so einen Quatsch zu machen. Wieso denn so ernst? Das Ganze hier ist ein sehr ernster Auftrag. Ja, du bist so öde ernst, dass du nicht mal mitkriegst, wenn ich einen klitzekleinen Witz reiß. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist... Cheshire! Nicht witzig, Harley. Wirklich? Ich finde sie zum Totlachen. Freust du dich gar nicht, dass der Laden reife Früchte hat? Komm schon, Cheshire, haut ab! Von wegen Teamwork. Ich glaube, Cheshire und ich wären gut in so einer Varieté-Show. Ihr Verschwindetrick ist ja fast so gut wie meine Comedy-Nummern. Still! Du hast uns schon einmal verraten. Und ich fall nicht durch die Prüfung, weil du nicht den Mund halten kannst. Tja, ich müsste mich nicht andauernd selbst bespaßen, wenn du mal einen Witz erzählen würdest. Bitte. Hier ist einer. Klopf, klopf. Wer ist da? Runter! Runter wer? Also, die hat den Witz verstanden. Weißt du, Schief, du hast echt alles drauf für eine große Komikerin. Wirklich? Du hast nicht nur das super präzise Timing, deine Gags sind auch voll auf die 12. Sag das nur ja nicht weiter, okay? Soweit ging es glatt. Schleunigst an die Arbeit. Ha! So viel also zu Bettys super Sicherheitssystem. Ha! Ausgetreten! Sehr nette Begrüßung hier. Los, leg das Geschenk auf ihr Bett und lass uns dann abhauen. Bitte schnellstens verschwinden. Erst verschwinden, wenn das Paket auch ausgeliefert ist. Harley, trödel nicht. Wartet, ich muss noch die Schleife. Hey! Fast wäre ich die Wurstscheibe in einem Himmelbett-Sandwich gewesen. Betty, komm zurück. Verstecken! Ah!
Ich muss nur meinen Badgürtel holen, dann haben wir den ganzen Tag. Für mich? So eine Überraschung. Ja, muss für mich sein. Ist das nicht süß? Ha! Die Überraschung hat voll geklappt! Und Bats hat keine Ahnung, dass wir hier waren! Aber wie kommen wir hier wieder raus?